25 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde oy oranının %50'nin üzerine çıkartamayan SPD'li belediye başkan adayı Ulrich Zirau, 15 Haziran için sıkı çalışıyor. Şehrin çeşitli bölgelerinde kurulan tanıtım standlarında tanıtım yapan Zirau, bayanlara gül dağıtarak oy topluyor. Özellikle göçmenlerle iyi ilişkiler içerisinde olan Sirao'nun seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ulrich Sirao'nun seçim kampanyasına SPD'li milletvekili Sabina Boschmann, SPD'li başkan Nadia Lüdens, grup başkanı Ulrike Matyenke ve SPD belediye meclis üyesi Volkan Baran destek veriyor. Ulrich Zirau, arkadaşımız Tuğba Erensoy'un sorularını sizler için cevapladı. Die Stichwahl ist um das Amt des Oberbürgermeisters hier in Dortmund. Wir haben zwar schon eine Wahl gehabt, aber das hat noch nicht gereicht. Wir müssen noch mal ran. Und heute ist der Tag, wo wir vor Pfingsten denken, das Wetter ist schön, es sind viele Menschen in der Stadt, man kann viele Menschen ansprechen. Kommt doch mal ins Gespräch und über so eine Rose, das ist so eine schöne Geste, öffnen sich die Menschen auch und erzählen auch ein bisschen, wie sie das sehen, ob sie einen wählen oder nicht und das ist alles gut. Sie waren in den letzten Jahren Oberbürgermeister aus Dortmund. Was haben Sie bisher in Dortmund verändert und wie ist die Zukunft? Was planen Sie für Dortmund? Also wir müssen natürlich sehen, dass wir in Dortmund der Wirtschaft gute Rahmenbedingungen geben, auch der mittelständischen, den kleinen Unternehmen gute Rahmenbedingungen geben, dass sie sich entwickeln können. Wir sind im Strukturwandel sehr erfolgreich. Wir haben mittlerweile wieder über 310.000 Arbeitsplätze in der Stadt. Wir sind im Handwerk stark, im Maschinenbau, in der Informationstechnologie, aber auch im Gesundheitswesen, auch in der Finanzwirtschaft, im Einzelhandel. Also da ist sehr viel Neues entstanden. Und mir ist wichtig, dass wir in der Stadt ein gutes Zusammenleben haben, einen guten Zusammenhalt haben. Und wir haben auch sehr viele Menschen erfreulicherweise in der Stadt, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, die mit ihren Fähigkeiten und mit ihren Talenten und Potenzialen uns auch ein Stück nach vorne bringen. Es gibt eine große Gruppe, die auch aus der Türkei zugewandert ist. Viele haben mittlerweile auch einen deutschen Pass. Und es ist mir ganz wichtig, dass hier auch für das Zusammenleben, für die Integration immer nochmal neue Impulse gesetzt werden. Wir haben mittlerweile einen Masterplan zum Thema Migration und Integration. Wir haben eine Migrations- und Integrationsagentur. Wir haben viele andere Einrichtungen geschaffen. Also es gibt mittlerweile das Haus der Vielfalt. Da ist die Heimat des Verbandes der Migranten-Selbsthilfeorganisationen. Es ist aber auch so, dass jetzt in der Zwischenzeit viele Begegnungszentren oder auch neue Moscheen entstanden sind. Das sind alles Dinge, von denen ich denke, dass sie wichtig dafür sind, dass die Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, um hier beim Wiederaufbau und beim Wirtschaftswunder mitzuhelfen, dass die jetzt auch mit ihren Familien, mit der zweiten, dritten, vierten Generation sich hier heimisch fühlen können. Und mittlerweile ist es so, dass es sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte auch geleitet werden, sehr erfolgreich geleitet werden, wo auch viel passiert für die Ausbildung. Und das ist mir ganz wichtig. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir mittlerweile auch ein Eltern-Lehrer-Bildungszentrum hier in Dortmund haben, weil es da nochmal darum geht, auch gerade mit Menschen, die aus verschiedenen Kulturen schöpfen können, dafür zu sorgen, dass die Bildung als Schlüssel für die vernünftige Zukunft der Kinder und der Jugendlichen begriffen wird. Also da haben wir viel gemacht in den letzten Jahren und ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass wir da in Dortmund auch im Unterschied zu anderen Städten sehr viele Erfolge feiern konnten und die Menschen auch sehr bereitwillig mitmachen. Das ist eine gute Qualität. Mhm.